Ich kriege in letzter Zeit die Frage, Reini, wie kann ich in einer Krisensituation ohne Strom Nahrung kochen, Wasser kochen, wenn ich in einer Stadtwohnung bin und ich kein Lagerfeuer draußen machen kann? Und wenn du jetzt an einen Kocher denkst, in Richtung Gaskocher oder Benzinkocher, dann bist du auf dem falschen Weg, denn das geht in Innenräumen nur sehr bedingt. Wenn du wissen willst, was ich dir da empfehlen kann, ja, dann bleib einfach dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich meine, du hast schon gesehen, worum es geht. Also, eines noch, bevor ich es jetzt herzeige, was es ist sehr einfach und kann jeder besorgen, sehr günstig und hält ewig. Aber ich wird jetzt vielleicht den einen oder die andere geben, die sich sagen, warum sagt er, dass man keinen Gaskocher verwenden soll? Du kannst einen Gaskocher verwenden, ich habe das auch schon indoor gemacht, aber das ist halt vielleicht in gewissen Situationen nicht so toll. Ja? Warum? Gas in Räumen, ich wäre da vorsichtig. Aber gut, zur Not geht's auf die Schnelle. Eine andere Variante ist zum Beispiel, ja, ein Benzinkocher. Gut, ein Benzinkocher indoor ist auch nicht unbedingt toll, abgesehen vom Gestank und auch wiederum von den Dämpfen, von den Gasen, die hier entstehen. Das ist keine, wie man in Österreich sagt, geschmeidige Lösung. Es geht zur Not und es ist besser als nichts, aber es gibt eine bessere Variante. Und das Letzte, ein Feuer anzünden ist immer gleich, wenn die meisten sagen, ja, ich koche einfach, da zünde ich mal ein Feuer an. Ja, wenn du in einer Stadt wohnst, und zwar nicht in einer Kleinstadt, sondern in einer richtigen Stadt, in einer Stadtwohnung, wo es rundherum auch kein Holz gibt, und wenn du rausgehst, stehst du auf einer Betonstraße, spielst das mit dem Feuer ganz einfach in der Form nicht. So, und jetzt zu dem Ding. So, die Lösung ist ziemlich einfach, wirklich extrem einfach. Da steht drauf, husch, okay, Brennbaste. Und das hier, das ist auch so eine Brennbastentube. Ja? Die kannst du kaufen, ich gebe da unten den Link auf Amazon, aber auch bei ja, Lebensmitteldiscountern gibt es das immer wieder. Das ist zum Fondue machen, das ist zum Warmhalten, zum Beispiel an Buffets. Wenn du zu so einem All-You-Can-Eat-Fress-Buffet gehst, von Caterern, das so auf die Schnelle aufgebaut wird und nicht ein Restaurant ist, so fix fertig, dann arbeiten die meistens bei einer Gartenparty zum Beispiel mit dem hier, nämlich mit einer Brennbaste. Und ich mag dir das jetzt zeigen. So schaut das aus, das ist die Brennbaste. Es gibt auch Outdoor-Kocher, die auf Brennbaste funktionieren. Die Schweizer Armee zum Beispiel hatte das. Wenn du dir sowas nicht kaufen willst, dann kaufst du dir die Brennbaste so in der Tube. Du kannst das, du brauchst da auch keine, du kannst du in irgendwas reinfüllen, was halt nicht brennen sollst, nicht, also in keine Papier oder ein Karton, sondern in ein Metall. Und die Sache ist erledigt. Das riecht natürlich auch nach Chemie und das ist jetzt auch nicht allzu toll, dass ich sage, ich möchte dran schnüffeln. Ich meine, manche tun das ja angeblich, aber das ist aus anderen Gründen. Aber gut, so, und jetzt kommt's. Du kannst das anzünden mit dem guten alten Feuerzeug, logischerweise, dass ich dir ohnehin empfehle, dass du so etwas daheim hast. Wer keine Feuerzeuge daheim hat, egal ob du Raucher bist oder nicht, macht etwas verkehrt. Oder natürlich auch mit dem Feuerstahl. Das heißt, da jetzt wieder an alle, die sich immer wieder fragen, Reini, der letzte Feuerstahl deines Lebens, das ist ja sinnlos. Ja, also du kannst auch die Brennbaste mit dem hier anzünden und das hält sehr, sehr lang, deutlich länger als so ein Feuerzeug. So, jetzt brennt das. Das sieht man auch fast nicht, aber hui, ich spüre es schon. Gut, jetzt nehme ich mir einen nicht brennbaren einen Teller einfach, da kommt das her. Dann, das sind Leberknödeldosen, da ist noch was drinnen. Dann kommt aus dem Herd das Gitter, das kommt da oben drauf. Wenn du der Meinung bist, dass zu wenig Flamme entsteht, dann gibst du hier unten, dann nimmst du halt zwei Teller oder drehst diesen Teller hier um. Ja, damit du das dimensionieren kannst. Ich mache es so, das reicht jetzt. Und dann kommt oben drauf der Topf mit deinem Papi oder mit deinem Wasser oder was auch immer. Das kommt dann da rein, Deckel und die Sache ist erledigt. Und wird jetzt schon warm. Es ist kein unangenehmer Geruch. Also ja, ganz leicht, aber nicht vergleichbar mit Gas. Definitiv nicht vergleichbar mit Gas und auch nicht mit Benzinkocher. Ich habe beides, ja, und ich könnte dir das auch zeigen, ich bin ein Survival Shop und sag, schau, kauf dir das alles, es ist voll super, du brauchst das und Krisenvorbereitung und wow, du brauchst das. Aber es ist ein Blödsinn.
Das hier gibt es nicht bei mir im Shop, aber das kostet nichts. Das ist ganz günstig. Besorg dir sowas. In großen Mengen. Mit der Brennpaste, das ist jetzt zum Nachfüllen. Irgendwann ist die natürlich weg und dann kannst du hier wiederum nachfüllen. Kauf dir da aber, solange die nicht in der Feuchte stehen, das heißt, wenn du die irgendwo im Innenraum aufbewahrst, kannst du damit super arbeiten. Das Schöne ist, es stinkt nicht. Es ist für den Innenraum freigegeben. Es ist dafür gedacht in Wahrheit. Ja? Natürlich, es steht auch ein bisschen da, man soll halt trotz alledem eh ganz klar, man muss aufpassen auf eine gute Belüftung. Das ist klar, also ich würde das nicht im Mini-Kammerl machen, aber jetzt hier zum Beispiel in so einem großen Raum, in dem ich da bin, ist das überhaupt kein Problem. So, und hui, das wird richtig schön warm und ich will jetzt gar nicht kochen, aber ich wollte das zeigen, ich nehme das jetzt runter, sonst wird das Ganze zu heiß. So, das muss ich da jetzt so seitlich anlehnen, sonst kriege ich mit der Manuela Ärger, wenn ich da einen Bratfleck in den Teppich reinmache. So, was ich dir auch empfehle, grundsätzlich, wenn du solche Dinge einkaufst, dass du dir auch im Zuge der Krisenvorbereitung an Feuerlöscher, ich habe jetzt diesen kleinen für die Küche, aber an groß, was auch immer, dass du einen Feuerlöscher zur Verfügung hast, denn besonders, wenn wir dann mit offener Flamme, und das ist eine offene Flamme, arbeiten, dann ist es ganz einfach so, dass die Brandgefahr ganz einfach eine größere ist. Auch das gehört zur Krisenvorbereitung dazu. Und das hier ist ein kleiner, netter Plan, um kleine Probleme in den Griff zu bekommen. Und abschließend, dann bin ich fertig, ich verspreche es. Wenn dich das Thema interessiert, gebe ich da unten den Link auf mein Krisenüberlebenssystem. Das ist ein Fernlerngang, wo du alle relevanten Dinge zu Krisenvorbereitung und zwar in einer realistischen Art und Weise, und das ist es, was ich sagen will, bekommst. Ich rede nicht von der Zombie-Apokalypse oder dem Weltkrieg oder sowas. Also nein. Nicht, dass ich das nicht weiß, weil vielleicht gibt es Zombies. Zombie-Krankheit, die wird jetzt hochgekocht in den Medien. Aber von dem spreche ich nicht. Ich spreche davon, dass der Strom wegbleiben kann. Der letzte Winter jetzt, da war es haarscharf. Steht auch in den Medien, also nicht in irgendwelchen, sondern in allen Medien, in den Alternativen, in den Mainstream oder in den, wie auch immer du die nennen magst. Also das ist etwas, was uns treffen kann. Und das hier ist eine Strategie, die du zur Verfügung hast, um dann handlungsfähig zu bleiben. Und oft muss das gar nicht viel Geld kosten, so wie da hier, es kostet wirklich nicht viel. Also schau dir das ganz einfach an. Link gebe ich da unten auf Amazon, schau dir an, wie das heißt. Kannst aber natürlich auch vor Ort bei dir kaufen. Besorg dir sowas, besorg dir Paste zum Nachfüllen, besorgt einen Feuerlöscher, wenn du magst, auch den letzten Feuerstahl deines Lebens. Das ist auch für Krisenvorbereitung, wenn du denn daheim hast, da kannst du viel Feuer damit machen. Schau einfach, dass du Feuerzeuge daheim hast, dass du handlungsfähig bleibst. Und wenn dir das Krisenüberlebenssystem interessiert, dann gebe ich da auch unten den Link. Jetzt machen wir die Sache hier aus. Ja, das heißt einfach Deckel drauf. Jetzt habe ich ein bisschen einen Geruch. Ja, so, das ist jetzt aus. Genau, Flamme ist weg. Du kannst es jetzt noch ein bisschen auskühlen lassen, damit kein Kondenswasser entsteht oder drauf, gleich drauf machen. Alles okay, da kommst du mit der Zeit drauf. Unten gebe ich dir den Link zu den Produkten, wenn dir das interessiert, sei dabei. Gib mir auch ein Abo, wenn du mehr über Ausrüstung im Bereich Überleben, Outdoor, Camping haben willst. Ja. Und vergiss die Glocke nicht, ja, immer auf die Glocke drücken, damit du das neueste Video bekommst. Da ein paar andere Videos zum Anschauen, unten der Link zu den Produkten und auch zu dem Kurs. Dein Rainer Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Bis bald, ciao.